So, hallo, liebe Freunde von YouTube und Facebook. Hier ist wieder euer spiritueller Anarchist und ich melde mich wieder. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt nochmal ein Video, weil ich nicht weiß, ob ich jetzt auch morgen nochmal eins mache, also ob ich morgen meine Predigt mache, weil ich habe ja vor, dass ich schaue zumindest, dass ich am Sonntag meine Sonntagspredigt mache. Das weiß ich nicht, ob ich tatsächlich dazukomme. Ja, es ist auch darum auch schwierig. Die passenden Themen zu finden, weil beim Sonntagsgottesdienst ist ja so, dass auch der Pfarrer zum Beispiel auch immer aktuelle Tagesthemen anspricht. Ja. Und da muss man schon schauen, dass man das passende Thema zur passenden Zeit auch behandelt. Ja. Es gibt ja zurzeit auch viel Sachen zu besprechen, eigentlich, wo ich sagen muss, ja, da ist so viel Gewalt und so viel. Es gibt so viel ja, Hass auch unter den Menschen. Und es gibt so viele Themen, wo ich mir erstmal schauen muss, was jetzt gerade das Wichtigste ist, was jetzt vordringlich ist, wo ich dann in meiner Predigt dann behandle. Und da muss ich ja mal schauen, da muss ich mich vorbereiten und muss ich gucken, ja, ob das zeitlich hinhaut. Das weiß ich nicht. Deswegen mache ich jetzt heute nochmal ein Video. Und zwar geht es mal um Bewusstseinserweiterung. Und das Thema heißt Gespräche mit Seth, Bewusstseinserweiterung pur. Ja, ihr wisst ja, dass ich angehender Bewusstseinscoach bin. Also ich sage das jetzt in aller Bescheidenheit. Ja, also mit so Größen wie Marco Hümer, da kann ich natürlich nicht das Wasser reichen. Aber ich bin ja eben am Anfang, ja, meiner Karriere und ich sage einfach zum Bewusstseinscoach, einem angehenden Bewusstseinscoach gehört auf jeden Fall dazu, dass man Gespräche mit Seth gelesen hat und Gespräche mit Gott. Ich schlage Folgendes vor, dass man, also nicht nur als angehender Bewusstseinscoach, auch so, wenn man jetzt sich spirituell weiterentwickeln will, dass man Gespräche mit Gott liest von Neil Donald Walsh. Ich zeige es jetzt nochmal. Das ist jetzt das Arbeitsbuch, das war jetzt aber so ähnlich, sieht das Band 1 aus. Dann gibt es Band 2, Gespräche mit Gott, Gesellschaft und Bewusstseinswandel. Das wäre dann quasi Band 2, da mit dem Vogel. Und dann Gespräche mit Gott, kosmische Weisheit, da mit dem, ja, was ist das, mit der Erde da, ja. Okay, und ich lese, beziehungsweise habe es jetzt fast fertig gelesen, hier Gespräche mit Seth von Jane Roberts. Und Gespräche mit Seth ist nochmal ein bisschen die schwerere Kost von Gespräche mit Gott. Bisschen, würde ich sagen, ist ein bisschen noch, also nach meinem Empfinden, ein bisschen anspruchsvoller. Bei Gesprächen mit Gott geht es ja darum, kurz erzählt, Neil Donald Walsh war, also der Autor war in einer sehr schwierigen Situation, wollte sich aus Leben nehmen, dann wollte er einen wütenden Brief an Gott schreiben und so, und dann plötzlich hat sich seine Hand verselbstständigt und es begann ein Dialog. Also Gott quasi hat dann quasi in ihm, war dann in ihm und hat dann quasi aus dem Körper heraus quasi geschrieben, ja, und das war dann so quasi der Dialog, der ist dann daraus entstanden. Und ja, so war das jetzt bei Gesprächen mit Gott. Bei Gesprächen mit Seth ist es ein bisschen, da fällt sich's anders. Da geht es um eine Seele, würde ich sagen. Ja. Die, sagen wir mal so, ein hochentwickeltes Bewusstsein hat. Ja. Und die dann Kontakten aufnimmt mit der Buchautorin, jetzt muss man überlegen, hoffentlich erzähle ich es richtig, ja. Also der Geist geht quasi in sie hinein, ja, und spricht dann aus ihr raus, ja, also quasi, sie ist dann quasi in Trance, ja. Und dieses Geistwesen-Set ist jetzt also nicht irgendein Geist, sondern es ist wirklich ein Geist mit einem sehr hochentwickelten Bewusstsein, ja, das schon. Also eine Seele, die schon sehr viele Reinkarnationen hinter sich hat, ja, und jetzt nicht mehr in keinem physischen Körper mehr ist, weil es nicht mehr nötig hat, also zu reinkarnieren, und dann aus der Autorin dann spricht, und auch da ist dann auch, also quasi, das ist dann aufgenommen worden, also wie ein Diktat, und das sind wichtige Erkenntnisse, ja, also die Botschaft, was da seht, übermittelt sind die Erkenntnisse über das ganze Universum. Die ganzen Zusammenhänge, warum wir überhaupt hier sind, der Sinn vom Leben, Tod, Gesundheit, Gott, Religion, ja, alles wird da behandelt, ja. Und
Ich sag mal so, das ist wirklich Bewusstseinserweiterung pur. Dazu braucht man keine Drogen. Ja. Also, weil auch Drogen allein bringt es nicht. Also, wenn dann wenigstens in Kombination mit dem vielleicht. Ja. Aber wie gesagt, ich rate dazu nicht. Also, es muss jeder selber wissen, ob er Drogen nimmt oder nicht. Ja, aber brauchen tut man es nicht. Ja. Man kann solche Bücher lesen und dann mit anderen, zum Beispiel anderen Spirituellen, darüber reden und diskutieren. Ja, ich meine, es gibt auch bei den Spirituellen Besserwisser. Ja, da hat immer jeder die einzig wahre Wahrheit. Gibt es da auch schon Dogmatismus? Aber man muss einfach dann seinen Weg gehen und sagen: Okay, ja, hab du deine Meinung, ich hab meine Meinung und fertig. Ja, auf jeden Fall. Also, bin jetzt wie gesagt fertig. Ich glaube, ich muss es nochmal lesen, weil das so viele Informationen sind, um das zu verarbeiten, muss man es fast nochmal zweimal lesen. Ja. Und ja, bei Gesprächen mit Gott war es ja auch so, dass ich alle Bände zweimal durchgelesen habe. Ja, wenn es alles täuscht. Also Band 1 und Band 2 zumindest. Um das Ganze einfach nochmal richtig zu verarbeiten, zu verstehen. Ja, weil manche Sachen sind dann erstmal zu hoch und dann denkt man, ah, steht gar nicht, aber es geht immer alles ins Unterbewusstsein. Und wenn man es dann ein zweites Mal liest, dann sitzt es dann richtig und ja, dann weiß man Bescheid. Ja, das war es mal soweit. Also, ich halte es nochmal in Kamera, mache nochmal Werbung für meine, ja, wie gesagt, ich bin ja auch Schriftsteller, aber ich habe ja auch schon Bücher geschrieben und schreibe auch wieder weiter. Aber ich mache trotzdem, ich sehe nicht ein Konkurrenzdenken, sondern schaut her, ich mache sogar Werbung für andere Autoren und sage, hey, guckt euch das Buch an, schaut, lest das Buch, ja. Weil dieses ganze Konkurrenzdenken ist für mich total verplant, das zeigt nur von niedrigem Bewusstsein. Ja, auf jeden Fall, lest die Bücher, ja. Das ist absolut sinnvoll, für mich eine absolute Grundlage, ja. Wenn ich Bewusstseinscoach sein will, muss ich sowas auf jeden Fall gelesen haben. Und ja, so kann man sein Bewusstsein erweitern. Ja, Bücher lesen, ja, meditieren, diskutieren mit anderen Menschen, ja, Videos anschauen, Videos von Marco Hümer, Videos von anderen spirituellen Kanälen, ja, Zirbeldrüse entkalken, entgiften, Astralreisen lernen. Ja, das sind so die Wege, wie man sein Bewusstsein erweitern kann. Und das ohne Drogen, das wollte ich nochmal sagen. Okay, dann war es mal soweit. Dann sieht man sich vielleicht morgen, dass ich morgen vielleicht nochmal ein Video mache. Dann muss ich mal schauen. Ansonsten sage ich mal, wünsche ich alle ein wunderschönes Wochenende. Teilt das Video, abonniert meinen Kanal und dann würde ich sagen, macht es gut und bis bald.